Geil gemacht. Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Ja, ich will den jetzt in das Boot schicken. Ich hätte doch eh nicht gerallt. Sie können sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. So laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Ah, gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greif sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, dann los jetzt. Wie die immer guckt. Ja. Ich ruh das, ey, Leute. Mach das nicht. Da stirbt jetzt einer. Achtung! 6. Ja, toll. Was hast du gedrückt? Ja, aber scheinbar ein Tick zu spät. Naja, gut, sie macht es dann schon. Ja, alles aus der Frauen machen lassen. Komm, geh zur anderen Seite. Greifen wir an. Ach ja, aber ich muss mal eben was gucken. Fest. Ja, ich wollte mal eben was gucken. Kann das sein, dass er überhaupt nicht... Der kommt bei niemandem gut an, oder? Wie sehe ich das jetzt? Wie damit ja, doch, bei der Julia ja schon. Aber das ist ja auch seine Schwester, glaube ich. Ne? Okay. Bilder? Geheimnisse? Oh ja. Da haben wir da ein paar übersprungen? Ah, nur so knapp 50. Kursrichtung. Antrag, Talk. Das ist ein Antrag, das haben wir nicht. Es gab keinen Antrag bei uns. Taucherkrankheit gab es dafür bei uns auch nicht. Immerhin. Mhm. Okay, dann weiter in der Story. Ich musste mich mal kurz entspannen jetzt. Achso, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, ganz ruhig. Ach, muss er das essen? Das kann ich ja. Ja. Du kannst mich mal. Kann ich jetzt? Jetzt? Messer holen. Messer greifen. Messer Nemo? Greifen. Messer greifen, ja klar. Ich hab doch nach dem nichts von seinem Kumpel abgeknallt. Scheiße, scheiße. Lauter Amateur. Ich bin so angespannt jetzt. Ich schaff das. Ich regel das. Na toll. Oh nein. Vorsicht! Mach's nicht schlimmer! Denk nach, was du tust, Bursche. Boot! Geh einfach zum Boot! Das Kind will mich umbringen, Olson. Echt, hier gibt's ein... Nehmen oder fliehen? Nehmen. Scheiße. Oh, scheiße. Hoppla. Bring sie nach und. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Ach ja. Setz euch. Da drüben. Du, genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson, come here. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Wovon?
Von dem Gold. Achso. Da kann der so gerade bei stehen, bei dem Seegang. Ja. Mir wird schon beim Sitzen schon schlecht. Oh, wir sind Fliss. Okay. Scheiße, du hast es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja, ich weiß schon. Okay, jetzt haltet die Fresse! Beruhigend? Ja. Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Siehst du, der Böse ist kein Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschureigold erzählt. Sie hängt damit drin. Bestürzt? Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich habe echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Mein Lieblingswort, verdammt. Immer bin ich mit nichts recht. Sitzen bleiben, alle. Ey, das stellt sich ja Spannung. Komm jetzt mit. Echt. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es konsequent. Verstanden? Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Doc, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Entgegenkommt, oder? Ja. Das andere wäre wohl ein bisschen zu offensichtlich. Wenn Sie uns neue Infos über den Sturm geben, ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Wir haben Probleme. Das heißt noch nicht. Ja, das heißt ja noch nicht, dass Sie. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Nee, kann ich auch nicht. Hier ein paar Höhen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Weil ich glaube nicht, dass der das so differenziert betrachtet hätte wie du jetzt gerade. Nee. Das kann doch nicht sein, ey. Sag mal. Oh, er hat sie gerettet. Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Boah, das war ein Seegang da, ey. Alter Schwede. Ja. Boah. Oh je. Oh je. Festhalten, echt? Ich war auf Helfen, aber ich weiß nicht, ob der. Das war ganz knapp mit dem. Bewegung! Jetzt! Gute Arbeit, kümmerst dich nur um dich selbst. Tolle Arbeit, Liz. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Brad ist unter dem Stockbett. Wir sehen aber schon, dass der Typ doch da steht, oder? Ängstlich? Ängstlich. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus.
los! Die ganze Zeit bereit, das hilft nur nichts. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Insofern waren wir ja gut. Mhm. An wen erinnert denn mich? Der erinnert mich an irgendeinen Schauspieler. Ja, an den T-1000. Ich habe gemeint, diesen Patrick, wie heißt der? Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Ach, gespannt. Ja, ich weiß, was du meinst. Terminator. Ja, von Terminator. Ja. Genau. Neugierig. Ja. Okay, dann suchen wir doch beim Warten nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch: Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Oh, Bonusinhalt freigeschaltet. Ja. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Wahrscheinlich ein Flachmann. Zur Beruhigung. La porte! La porte! Vite, la porte! Oh, ich glaube, das müssen wir uns anschneiden. Mhm. Junior, retire la tête d'animal. Ja, geht ihr schon mal vor? Mhm. Naja gut, aber er sorgt dafür, dass wir nicht abhauen können. Ja. Was war das denn? Verteilerkappe. Ach. Los! Fing da so schön an, ey. Oh, kannst du hier. Ach, das waren die. Los, beweg dich! Militärdinger, ne? Die, ja. Wo die anderen da. Ja, genau. Kann ich jetzt auflaufen, oder wie? Ja, du musst ihn laufen. Ich sehe schon. Ich befürchte, er soll nicht mehr. Da drüben! Hast du so gerade die Kurve gekriegt, was? Ja, ich bemühe mich gerade sehr. Ja gut, es ist ja auch starker Seegang. Ja, genau. Danke. Ja. Restalkohol. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle.
Vielleicht laufen wir aber alle ein bisschen komisch. Wie vor den Eiern, ey. Ja, no. Jetzt warten sie auf. Das ist Christkind. Ja. Musst du jemand anderen denken? Nee. Nee. Eigentlich nicht. Oh, was war da gerade? Weh, ein Weh. Hab ich aus Versehen auch gedrückt. Nochmal ein Weh. Hä? Ein Weh stand da. Ja. Ich hab doch ein Weh gesehen. Doch, war da. Ja. Au. Los! Oh. Guten Tag. Verdammt. Also an so einem Ort wollte ich mich nicht gut aufmachen. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Sobald das Bild umschwenkt, hat man sofort eine andere Richtung eigentlich, die da läuft. Oh Gott, ich befürchte. The Mask of Madness, ja. Ich werde das erste Mal schreien. Ach, da ist die Tür, ne? Ja. Ich war so vom Plakat abgelenkt. Ja. Das wird passieren. Teufel wollen diese Idioten von uns. Das ist deine einzige Sorge? Ich hab da ganz andere Sorgen gerade. Ja. Wir schon. Die ahnen ja noch nicht, was das Schiff hier so juckt. Wie? Das hab ich's auch gesehen. Ja, aber. Passiert aber nichts. Oh, Scheiße! Ich geh direkt wieder zurück. Wo ist der Rauch? Wo ist der Schulterquallen? Boah, Scheiße. Oh, Sam! Jan braucht dich sie! Okay, ihr alle in den Raum. Sonst geht's noch gut, ja. Puh. Ich bin eingesperrt, oh nein! Hey, es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Oh. Danke. Das kam überraschend. Ja. So, jetzt können wir uns hier wieder Gruselgeschichten erzählen. Ja. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Ein verlassenes Schiff. Ja. An sich ja, ne? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu etwas Astrid. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Sei doch kein Clown, Conrad. Das ist ernst. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Ihr sitzt genau. Gar nicht, ihr steht. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Wenn du rauskommst. Kleinlaut. Kleiner? Okay. Ich weiß mal, aber ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Die haben mich echt übel erwischt. Du musst dich zusammenreißen, Conrad. Das musst du. Ja. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Kurz schließen? Ja, kurz schließen. Schließen wir ihn nicht kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Klugscheißer. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen.
Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also... Oh Gott. Ey. Ja. Ich übersetze Stammel, Stammel. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Cool. Oh Mann. Nur Weicheier. Wie?